Was ist herausgekommen? Was sind die Eckdaten dieser Evaluierung? Wir haben einerseits Zielgruppenanalysen durchgeführt, das heißt Testungen bei Menschen, die jetzt im Fokus gestanden sind bei dieser ersten Öffnung, zum Beispiel Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Baumärkten. Da schaut es sehr, sehr gut aus. Wir haben von, ich glaube, 333 Testungen einen einzigen Positivfall. Das ist also völlig in der Norm, überhaupt nichts Aufsehenerregendes, dass es besondere Zuwächse gegeben hätte. Wir schauen uns natürlich täglich an den sogenannten Reproduktionsfaktor, der ist mittlerweile ja in unser aller Sprachgebrauch übergegangen, hat sich schnell verändert, wir haben uns schnell daran gewöhnt. Er sagt uns, wie groß ist denn die Ansteckungswahrscheinlichkeit einer Person, wie viele weitere werden angesteckt. Wir waren bei 3, 3,5 Reproduktionsfaktor, das heißt, eine Person steckt 3, 3,5 an und das ist ganz klar, da geht es natürlich dann exponentiell nach oben, weil wir ein Multiplizieren der Erkrankten haben. Mittlerweile sind wir weiter konstant im Sinken. Wir sind erstmals jetzt unter 0,6, nämlich bei 0,59 als Reproduktionsfaktor gerechnet über die vergangenen letzten 13 Tage. Das ist unsere Norm. Vielleicht ein Vergleich. Heute früh hat Deutschland gemeldet, dass sie erstmals wieder nicht unter 1 sind, sondern 1,0 wieder haben. 0,9 hatte auch Deutschland bereits. Das heißt, auch dieser Kennfaktor, der für uns so wichtig ist, der Reproduktionsfaktor, passt derzeit absolut und hat sich durch die Osterfeiertage und durch die erste Öffnung der Geschäfte bzw. der Baumärkte und Gartencenter nicht negativ entwickelt. Mit 30. April 24 Uhr enden die Ausgangsbeschränkungen, die mit Sicherheit einer der einschneidendsten Maßnahmen waren, die wir alle in dieser Zweiten Republik erlebt haben. Sie waren für uns alle nicht leicht, ich betone das, alle, die Familie, Freunde treffen wollten, gerne unterwegs waren, alle Maßnahmen, die gesetzt werden müssen und weiter werden müssen, so wie der Gesundheitsminister ausführt, auch weiterhin der Sicherheitsabstand eingehalten werden muss, all das war uns fremd in unserer Kultur, all das ist aber so wichtig, um die Infektionsketten zu durchbrechen. Was bedeuten die neuen Regelungen? Der Sicherheitsabstand ist das Um und Auf für das zukünftige Miteinander. Alle Maßnahmen, die wichtig sind, um sein Gegenüber zu schützen, Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum, Handhygiene, all das bleibt fester Bestandteil unseres Zusammenlebens. Aber das Drückende, das uns alles so auch erschwert hat in unserem Zusammenleben miteinander, das endet mit 24 Uhr am 30. April. Noch eine Präzisierung zu den Veranstaltungen, die sind möglich bis zu 10 Personen. Auch bei traurigen Anlässen gibt es eine Beschränkung, die ist noch notwendig, wird immer wieder evaluiert, wie lange man die Beschränkung aufrechterhalten muss, bei Begräbnissen bis zu 30 Personen. Alles gilt jetzt einmal bis Ende Juni. Auch da gibt es eine neue Evaluierung dann, um festzustellen, braucht es diese Maßnahmen noch, braucht es eine Veränderung der Maßnahmen? Denn eines hat der Gesundheitsminister angesprochen und das ist uns allen sehr wichtig. Trotzdem können wir heute natürlich auch einen Ausblick geben. Die positiven Entwicklungen, die sinkenden Infektionszahlen ermöglichen in Abstimmung mit dem Gesundheitsminister einen Fahrplan, wie wir vor allem auch Gastronomie und Tourismus wieder hochfahren können. Die Öffnung der Gastronomiebetriebe wird am 15. Mai erfolgen. In einem weiteren Schritt werden Beherbergungsbetriebe am 29. Mai öffnen können. Wir sind damit eines der ersten Länder in der Europäischen Union, die auf der einen Seite sehr schnell und konsequent gehandelt haben und unter Mithilfe natürlich auch der Bevölkerung und eines sehr disziplinierten Verhaltens jetzt schrittweise auch wieder zurückkommen können mit einer stufenweisen Öffnung in ein durchaus auch normales Leben, in einen normalen Alltag. Klare Regeln und Rahmenbedingungen sind natürlich unbedingt auch Voraussetzung, damit wir diese Öffnung von Gastronomie und Beherbergung bewältigen können. Es ist immer wichtig dazu zu sagen, dass der Schutz und die Gesundheit von Gästen, von Mitarbeitern, aber natürlich auch von allen, die den Betrieb aufrechterhalten, das oberste Gebot sind. Ich weiß, dass in den letzten Wochen durchaus sehr viel auch spekuliert worden ist, wie diese Regeln ausschauen werden. Und ich kann jetzt vor allem auch Entwarnung geben. Die Regeln sollen möglichst einfach, möglichst nachvollziehbar sein. Vieles davon, was auch Abstand und dergleichen betrifft, haben Gesundheitsminister und Innenminister bereits erläutert.
Das gilt grundsätzlich auch für den Besuch beim Wirten und das gilt grundsätzlich auch beim Besuch eines Kaffeehauses. Im Detail bedeutet das, dass Gastronomiebetriebe am 15. Mai wieder aufsperren, dass die Öffnungszeiten von 6 bis 23 Uhr gestaltet werden. Für Gäste gelten entsprechend Regeln, dass pro Tisch für Erwachsene Platz nehmen dürfen, zuzüglich der zugehörigen Kinder. Es gilt ein Mindestabstand von 1 Meter zwischen den Gästegruppen. Wir erweitern den Betrachtungszeitraum. Der dreimonatige Betrachtungszeitraum jetzt um weitere 3 Monate bis zum 15.09. verlängert und ausgeweitet. Unternehmen, die in diesem Zeitraum einen Umsatzeinbruch von mindestens 50% hatten, die laufenden Kosten nicht mehr decken konnten oder auch vom Betretungsverbot erfasst sind, sind anspruchsberechtigt für diese Phase 2. Das hilft vor allem jenen Unternehmen, die im März und im April noch Einnahmen hatten, die sogenannten Einnahmen-Ausgabenrechner, wo noch Einnahmen aus früheren Aufträgen reingekommen sind. Sie können nun innerhalb dieser Monate bis zum 15.09. jene Phase, jene 3 Monate flexibel wählen, wo Sie am stärksten betroffen waren. Und das ist uns wichtig, dass wir hier flexibel die Unternehmen entsprechend unterstützen.